Anfangsworte und vielen Dank, dass ich sie kurz alle sehen konnte. Bis ich die ganzen Videos gesehen habe und ihre Gesichter, war ich noch nicht gestresst. Jetzt sehe ich, wie viele Leute sich versammelt haben und das überwältigt mich. Also das berührt mich sehr, was für ein großes Interesse hier eigentlich für diesen Vortrag herrscht und ich hoffe, ich werde sie gut unterhalten. Genau, ich bin Supervisorin und als Supervisorin habe ich mehrere Aufgaben. Und meine Hauptaufgabe natürlich als Tätigkeit ist, die berufsbedingte Belastungen von Ihnen zu reduzieren. Wenn ich kurz mein Konzept vorstellen darf, würde ich sagen, das Konzept, was Sie heute von mir hören werden, ist natürlich ein Konzept einer Supervisorin, die praktisch arbeitet. Aber das Konzept ist noch ein bisschen mehr. Zu einem bin ich Türsteherin und Selbstbehauptungstrainerin und kenne natürlich irgendwie die Tricks der Abgrenzung, die total wichtig sind. Und zu anderem bin ich Burnout erfahren. Und das bei der Erstellung von diesem Konzept habe ich mich gefragt, was hätte ich damals gebraucht, um bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten? Das heißt, in diesem Vortrag, also dieser Vortrag ist an jeder Stelle eine sehr klare Einladung für Sie, wirklich eine Egoistin und ein Egoist zu sein. Und wir werden, gleich werde ich irgendwie die Agenda vorstellen. Und bevor ich das mache, möchte ich alle darum bitten, dass sie sich was zum Schreiben, also so quasi ein Blatt Papier und ein Stift auch organisieren. Denn an einer bestimmten Stelle von diesem Vortrag werden wir anfangen, auch kleine Übungen zu machen. Das haben wir schon angekündigt. Das werde ich auch gleich nochmal detailliert vorstellen. Also, ich mache jetzt meine PowerPoint an und Sie schauen, dass Sie ein Stück Papier und was zum Schreiben auch schnell finden. Okay. Stressfürsorge und Stressmanagement. Herzlich willkommen. Was erwartet uns heute? Was erwartet Sie heute? Wir werden zu einem uns, ich werde zu einem natürlich irgendwie kurz was dazu sagen, was Stress ist und Ihnen ein Modell aus der Stresstheorie vorstellen. Dann, deswegen auch die Bitte um Papier und Stift. Wir werden die Analyse der persönlichen Stressbelastungen vornehmen. Jede Person für sich, das nennen wir in der Supervision und in dem betrieblichen Gesundheitsmanagement Energiecheckup. Wir werden auch insgesamt vier Methoden zur Stressbewältigung kennenlernen. Und diese Veranstaltung wird hoffentlich dafür sorgen, dass Sie das persönliche Anti-Stress-Programm entwickeln. Okay. Was ist Stress? Der Begriff Stress wurde eingeführt, um die Reaktion von biologischen Systemen, also Tieren und Menschen, auf Belastungen zu beschreiben. Ursprünglich sollte er nur beschreiben, was im Körper passiert, wenn dieser belastet ist. Die klassische heutige Definition von Stress bedeutet, Stress ist die unspezifische Antwort des Organismus auf jede Beanspruchung, die an ihn gestellt wird. Und witzigerweise, der Begriff Stress kommt aus der Materialforschung und steht für den Druck, unter dem ein Material steht. Stress ist ein Zusammenwirken von äußeren Einflüssen und inneren Reaktionen. Wenn wir das Gefühl haben, uns wächst irgendwas über den Kopf und wir den Eindruck haben, eine Situation nicht kontrollieren zu können, dann reden wir vom Stress. Ob ein Ereignis als stressig erlebt wird, hängt sehr häufig von unseren ganz persönlichen Bewertungen dieser Situation ab. Zum Beispiel von unseren eigenen Verhaltensmustern. Stress entsteht, wenn sich die Anspannung durch Stressreize summiert und die Erholungsphasen fehlen. Dazu kommen wir noch später. Grundlagen der Stresstheorie. Stress entsteht durch ein Spannungsverhältnis, das auf der linken Seite in der Mitte, zwischen den Anforderungen der Situation und den eigenen Möglichkeiten, die Situation zu bewältigen. Wahrnehmungen, Gefühle und körperliche Reaktionen. Und Bewertungen dieses Spannungsverhältnisses
stellen die Weichen für die daraus resultierende Stressreaktion. Positiv bewerteter Stress wirkt oft lustvoll und belebend auf uns. Negativ bewerteter Stress ist natürlich eine sehr große Belastung für uns. Die Evolution hat das Stresssystem bei uns Menschen nur eigentlich für kurzfristigen Stress ausgelegt, für die Notsituationen und nicht für den Dauerstress. Psychischer Stress ist wie Sport. Angemessene Übungen stärken die Muskulatur. Verausgaben wir uns, also wenn die Phasen der Erholung fehlen, können sich Gelenke, Sehnen, Bänder entzünden und uns ernsthafte Schaden hinfügen. Mit dem Stress verhält sich sehr, sehr ähnlich. Menschen können Stress aushalten und entsprechend angemessen reagieren, allerdings nur, solange ein gesundes Maß nicht überschritten wird. Was sind die Ursachen für die Stresssituation? Ich möchte jetzt Ihnen die Stressspirale nach Ungarn Kleinschmidt vorstellen. Das ist eine deutsche Journalistin und ein Stresswissenschaftler. Wie Sie sehen, die Stress und das Bild, was wir sehen, heißt die Erschöpfungsspirale. Sie zeigt deutlich auf, welche seelischen und körperlichen Reaktionen Menschen aufgrund von Stress haben. Sie zeigt außerdem auf, wie die Erschöpfung steigt, wenn die betroffenen Menschen nicht reagieren. Die erste Phase, Anzeichen der Erschöpfung. Ein paar Beispiele. Wir haben Schmerzen aller Art, wir schlafen schlecht, der Energieverlust ist spürbar. Wenn wir von Stufe 1 zu 2 kommen, sind wir in dem Bereich, die Erschöpfung schreitet voran. Da werden wir langsam reizbar, wir werden gekränkt, wir können uns schlecht konzentrieren, sozialer Rückzug beginnt und auch oft Schuldgefühle. Die dritte Stufe, die Erschöpfung, Leistung und Lebensmut schwinden, ist die, in die wir am besten nicht kommen sollten. Da leiden wir an Motivationsverlusten, Interessenverlusten. Wir haben sehr, sehr starke Schwankungen. Wir sind apathisch und fühlen uns in den meisten Fällen überhaupt nicht gut. Energiequellen. Wir haben 4 Energiequellen. Der Körper, Emotionen, Verstand und Sinn. Weiter. Wenn wir uns dieses Bild angucken, bei dem Körper geht es um die physische Energie, bei dem Verstand geht es darum, die Energie zu fokussieren, bei den Emotionen um die Qualität der Energie und dann in der Mitte steht der Sinn, Energie durch Bedeutsamkeit. Ich habe hier für Sie ein paar Beispiele für Energiequellen des Menschen gesammelt, in Bezug auf die 4 Bereiche, auf die ich mich jetzt die ganze Zeit beziehen werde. Bei dem Körper, jetzt nenne ich ein paar Beispiele. Bei dem Körper sind das persönliche Leistungen, Bewegung, Atmung, Ruhepausen, Schlaf und Ernährung. Das ist das, was uns stärkt. Das ist das, was uns Energie für uns gibt. Verstand, da geht es total darum, Selbst- und Zeitmanagement gut im Griff zu haben, gut Entscheidungen zu treffen und vor allem auch Sachen delegieren zu lernen. Bei den Emotionen, Umgang mit Gefühlen, Verhaltensmustern, innere Antreiber und bei dem Sinn, Stärke, Erfolge und Werte. Nun eine Frage an Sie. Wenn wir über Energiequellen sprechen, müssen wir auch über die Energieräuber sprechen. Ja, das heißt, das eine ist natürlich die Fragestellung, was gibt mir Energie? Oft bei den Inventuren, die wir mit uns selber regelmäßig machen können und sollten, geht es auch darum, sich immer wieder zu fragen, was raubt mir Energie? Und ich habe jetzt eine ganz kurze folgende Übung für Sie, die auf der nächsten Folie sich befindet. Nun möchte ich Sie einladen,
zwei, drei Minuten kurz darüber nachzudenken, was ihre Energieräuber sind, ist in Bezug auf Körper, Verstand, Emotionen und Sinn, und was ihnen im Leben richtig Kraft gibt in Bezug auf Körper, Verstand, Emotionen und Sinn. Dafür bekommen Sie zwei, drei Minuten von mir, denn diese Veranstaltung ist so ausgelegt, dass ich mir sehr wünschen würde, wenn Sie diesen Vortrag auch so gut wie möglich einfach für sich und Ihre Bestandsaufnahme zu diesem Thema auch nutzen. Okay, gerne. Sie können gerne irgendwie Ihre Aufsammlung später ergänzen. Wichtig ist es, dass Sie zu jedem Bereich sowohl zu den Energiequellen als auch zu den Energieräubern auch Beispiele für Sie gefunden haben. Okay, wir werden in diesen vier Bereichen jetzt bis zum Ende von meinem Vortrag bleiben. Von daher lässt sich das auch jederzeit ergänzen. Ein Schritt weiter. Die Energie-Power-Konzepte. Okay, wir beginnen mit dem Körper und nicht alle Fragen auf einmal, Holger, sondern genau, Frage für Frage. Für jeden Bereich, und wir beginnen jetzt mit dem Körper, werde ich Ihnen vier Aussagen vorlesen. 1 bis 4. Also auf dem Zettel, den Sie jetzt auch schon haben, schreiben Sie unter Körper. Also das ist jetzt unser Energie-Check-up, was wir hier machen. Notieren Sie bitte die Zahlen 1 bis 4. Ich lese die erste Aussage vor. Ich schlafe weniger als mindestens 7 bis 8 Stunden und fühle mich morgens häufig müde. Wenn das bei Ihnen zutritt, haben Sie einen Punkt gemacht. Wenn nicht, warten Sie auf die nächste Aussage. Die Nummer 2. Ich lasse häufig das Frühstück ausfallen oder esse wenig Nahrhaftes oder Gesundes. Nummer 3. Ich treibe zu wenig Sport. Mindestens 3-mal pro Woche ist ausreichend. Also wenn Sie 2 oder 1-mal pro Woche Sport treiben, kein Punkt. Ich gönne mir tagsüber keine regelmäßigen Erholungspausen und verlege mein Mittagessen häufig an meinen Schreibtisch, wenn ich überhaupt etwas esse. Okay, zählen Sie bitte Ihre Punkte in diesem Bereich, notieren Sie und wir gehen gleich. Genau, mehrfach Antworten sind möglich. Sie können in diesem Bereich 4 Punkte machen, was ich nicht hoffe. Okay, nächste Folie. Wir sind jetzt in dem Bereich der Emotionen. Aussage Nummer 1. Ich fühle mich während der Arbeit häufig gereizt, ungeduldig oder ängstlich, vor allem wenn die Anforderungen sehr hoch sind. Koschka, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da war eine Frage, ob Mehrfachantworten möglich sind. Da habe ich gerade geantwortet. Sind möglich. Mhm. Ihr könnt, also du kannst alle vier Aussagen bejahen. Also das ist natürlich, das ist möglich. Ich habe nicht genügend Zeit für meine Familie und die Menschen, die mir wichtig sind. Und wenn ich Zeit mit ihnen verbringe, bin ich häufig geistig abwesend. Nummer 3. Ich habe zu wenig Zeit für Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Und Nummer 4. Ich nehme mir selten genug Zeit. Ich nehme mir selten genug Zeit, anderen meine Wertschätzung auszusprechen und meine eigenen Leistungen und Erfolge zu genießen. Nochmal. Ich nehme mir selten genug Zeit,
anderen meine Wertschätzung auszusprechen und meine eigenen Leistungen und Erfolge zu genießen. Okay, schauen Sie, wie viele Punkte Sie in dem Bereich Emotionen gemacht haben. Notieren Sie die Zahl. Und wir gehen zu dem nächsten Bereich. Verstand. Ich kann mich nur schwer voll und ganz auf eine Sache konzentrieren und lasse mich tagsüber leicht ablenken, besonders von E-Mails. Nummer 2. Ich bringe viel Zeit meines Arbeitstages damit zu, mich um akute Krisen zu kümmern, anstatt mich auf Aktivitäten von langfristigem Wert und Nutzen zu konzentrieren. Nummer 3. Ich nehme mir kaum Zeit, um nachzudenken, Strategien auszuarbeiten, um kreative Ansätze zu entwickeln. Und Nummer 4. Ich arbeite auch abends und am Wochenende und ich mache selten einen wirklichen E-Mail-freien Urlaub. Und bitte Punkte zusammenzählen. Und jetzt kommt der letzte Bereich, der Sinn. Energie-Check-up im Sinnbereich. Ich verbringe bei der Arbeit zu wenig Zeit mit den Dingen, die ich am besten kann und die mir am meisten Spaß machen. Nummer 2. Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, was mir nach eigenen Aussagen am wichtigsten im Leben ist und dem, wie ich meine Zeit und Energie tatsächlich nutze. Nummer 3. Meine Entscheidungen im Job werden stärker von äußeren Zwängen beeinflusst als von meiner eigenen Vorstellung von Sinn und Zweck. Und Nummer 4. Ich investiere zu selten Zeit und Energie, um etwas Gutes für andere oder die Allgemeinheit zu tun. Bevor wir die nächste Folie zeigen, möchte ich eine Sache sagen. Wir werden natürlich irgendwie jetzt gerade unseren Energie-Check-Up-Test auswerten. Diese Veranstaltung, ich bin keine Ärztin. Ich kann einfach nur ansatzweise Methoden mit Ihnen machen oder Ihnen Methoden zeigen, die vielleicht auf bestimmte Stresslevels bei Ihnen hindeuten. Ja, das heißt, es ist einfach nur ein Test gerade. Diese Veranstaltung hat den Sinn, dass wir uns so ein bisschen angucken, in welchen Bereichen wir gegebenenfalls gestresst sind. Wir werden gleich in den nächsten Schritten das allgemein auswerten. Das, was viel, viel wichtiger ist, der Schritt danach. Wir werden Bereich für Bereich uns angucken, in welchen Bereichen wir vielleicht die meisten Punkte gemacht haben. Denn die meisten Punkte bedeuten, dass wir sehr gestresst sind. Das alles ist einfach eine Grundlage, um einfach sich selber in Bezug auf Stress, eigenen Stress zu reflektieren. Ja, das ist jetzt, bitte nehmen Sie, also dieser Test ist eine gute Sache, aber wenn Sie einfach merken, Sie sind gestresst oder Sie haben eine sehr hohe Punktezahl erzielt, bitte stellen Sie am liebsten ganz am Schluss der Veranstaltung mir Fragen, wozu ich Ihnen raten würde. Aber erschrecken Sie überhaupt nicht. In Ordnung? Nächste Folie. Sind Sie bereit? Was ist Ihre Energiebilanz, frage ich dann. Wir gehen jetzt zu der Gesamtauswertung. Das heißt, Gesamtauswertung bedeutet, alle Punkte aus allen vier Bereichen werden addiert und wir schauen, wo wir gelandet sind. Wenn Sie zwischen 0 bis 3 Punkte gesammelt haben, ist Ihr Energiemanagement hervorragend. 4 bis 6 akzeptabel. 7 bis 10 deutliche Schwächen bei dem Energiemanagement sind festzustellen. Und 11 bis 16
Wir befinden uns in dem Bereich der Energiekrise. Nächste Folie, die wurde schon angekündigt. Da frage ich Sie, woran wollen Sie arbeiten? Also, so quasi in jedem Bereich haben Sie auch einzelne Punkte gesammelt. Wenn Sie zum Beispiel bei dem Körper 2 Punkte erzielt haben, haben Sie ein gutes Energiemanagement. Wenn Sie in dem Bereich Körper 0 Punkte erzielt haben, ist alles hervorragend. Bei 1 ist gut, bei 2 ist deutliche Schwächen, bei 3 schlechtes Energiemanagement und 4 ist wieder ausgewachsene Energiekrise. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um zu gucken, in welchem Bereich Sie energiemäßig abgeschlossen haben. Oder wie viele Punkte Sie erzielt haben und was das eigentlich in diesem Test, in diesem Energiecheckup bedeutet. Genau, wir haben ja natürlich auch bei dem Punkt 3 habe ich in meiner Agenda habe ich Stressbewältigungsmethoden angekündigt und die beziehen sich pro Bereich habe ich auch eine Methode für Sie vorbereitet. Verstand, wir werden schauen, dass wir Energie fokussieren, also dass wir eine Übung zum Energiefokussieren machen. Nummer 2, Energie durch Bedeutsamkeit, Sinn. Nummer 3, bei den Emotionen werden wir uns nach der Qualität der Energie fragen. Und bei Nummer 4, bei dem Körper physische Energie. Nächste Folie. Wir beginnen mit der ersten Übung. Ich möchte euch in dem Bereich Verstand die Methode Eisenhower-Prinzip vorstellen. Warum diese Methode so heißt, weiß niemand, denn Eisenhower, es ist nicht bekannt, dass er diese Methode auch mal selber mit diesem Prinzip gearbeitet hat. Diese Methode ist eine Möglichkeit, anstehende Aufgaben in Kategorien einzuteilen. Das heißt, wenn ich jetzt Ihnen die Aufgabe geben würde, sammeln Sie alle Aufgaben, die morgen oder bis Sonntag bei Ihnen anstehen, würden Sie Methode für Methode einfach alles aufschreiben. Und dann der nächste Schritt wäre, diese Methoden einzusortieren. Ja, einzusortieren und vor allem auszusortieren. In dem roten Bereich haben wir die Aufgaben, die sogenannten A-Aufgaben, also Aufgaben, die sofort zu erledigen sind. In dem orangenen Bereich gibt es B-Aufgaben. Das sind Aufgaben, die wir terminieren können, die vielleicht später zu erledigen sind. Der C-Bereich, also C-Aufgabenbereich, dringend, aber nicht wichtig. Das ist der Bereich, der auch total wichtig ist, auch natürlich zu unserem Thema. Das sind Aufgaben, die du delegieren solltest oder die wir delegieren sollten. Das heißt, am besten abgeben und am besten so abgeben, dass sie gut erledigt werden. Und dann gibt es auf unserer Agenda tagtäglich ganz viele Aufgaben, die eigentlich uns nur stressen und die nicht wirklich relevant sind. Und das ist der graue Bereich, in dem wir auch dazu einladen, zu sagen, verabschiede dich von diesen Sachen. Und wenn das nicht wirklich wichtig ist und wenn die nicht wirklich dringend sind, landen die im Papierkorb und werden einfach vergessen. Okay. Ich habe versucht, diese Modelle so aufzubauen und in den Folien so zu erklären, dass ich hoffe, dass sie für Sie verständlich sind. Leider gibt es innerhalb von diesem Vortrag nie so wirklich die Zeit dafür, dass Sie jede Methode ganz ausführlich machen können. Da ich Ihnen diese PowerPoint zur Verfügung stellen werde, werden Sie einfach eine gute Grundlage haben, um vielleicht demnächst auch nochmal in Ruhe sie zu machen. Oder Sie können sie, wenn Sie die Aufgabe jetzt gerade interessant finden, auch jederzeit auch die Folie natürlich abfotografieren. Also, für den Bereich Verstand ist mein Vorschlag, Aufgaben in Kategorien einzuteilen und vor allem die nicht wichtig sind,
sich komplett von denen zu verabschieden und delegieren, so gut sie können, an andere. Also Entlastung suchen. Der nächste Bereich. Oft werde ich in meinen Supervisionen und bei meinen Beratungen nach Tipps gefragt. Das ist so eine schwierige Frage mit diesen Tipps. Ich habe aber mich in dem Bereich Sinn dafür entschieden, einfach in ein paar Ideen mitzugeben. Und zwar 7 Tipps für mehr Sinnhaftigkeit im Leben. Ja, das sind einfach nur Ideen, das sind wirklich Einladungen. Nichts davon, also es ist wirklich alles, was Sie hier hören und alles, was ich Ihnen sage, bezieht sich wirklich auf meine Erfahrungen und auf das, was bei mir in meinem Leben funktioniert und in meiner Wirklichkeit funktioniert. Also, die 7 Tipps lauten: dankbar sein, alles mit Hingabe zu machen, sich oft selbst zu reflektieren, dauerhaft Sinn finden oder zumindest wissen, was der Sinn im Leben für Sie bedeutet, mit allen Sinnen das Leben genießen und sich selber genießen, werteorientiert leben und visionär denken. Nächste Folie. Für diese Folie habe ich Ihnen systemische Fragestellungen vorbereitet. Und zwar die 3 Brillen zum Perspektivwechsel. Und stellen Sie sich vor, Sie haben ein riesiges Problem und die Lösung von diesem Problem ist für Sie sehr, sehr schwer. Um aus sogenannten Problemtrans rauszugehen, gibt es an dieser Stelle von mir eine Einladung, kurz unterschiedliche Brillen anzuziehen und mit diesen jeweiligen Brillen auf das Problem zu gucken, indem Sie folgende Fragen sich stellen und nach Antworten suchen. Bei der umgekehrten Brille lautet die Frage: Was würde mein Gegenüber in diesem Konflikt wohl sagen und inwiefern könnte er mir Recht geben? Dasselbe Problem jetzt mit der langfristigen Brille. Wie beurteile ich diese Situation wohl in 6 Monaten? Was erzähle ich in 6 Monaten über dieses Problem? Und die Weitsichtbrille, egal was bei diesem Problem herauskommt, wie kann ich dadurch wachsen und was kann ich daraus lernen? Das heißt, das heißt ja schon Perspektivbrille, die Perspektiven auf einen bestimmten vielleicht Tunnelblick in Bezug auf ein bestimmtes Problem, die Perspektiven werden erweitert und mit der Hoffnung natürlich, dass das dazu beiträgt, dass wir uns anders innerhalb von den Problemen bewegen und vor allem uns Richtung Lösungsorientierung bewegen. Haben wir? Okay. Vielleicht an dieser Stelle tatsächlich eine kurze Übung, denn wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Schauen Sie bitte, ob Sie auf die Schnelle ein Problem finden, mit dem Sie sich gerade in Ihrem Leben beschäftigen oder besser beschäftigen müssen. Wenn Sie dieses Problem direkt vor Ihren Augen haben, ziehen Sie die erste Brille an, die umgekehrte Brille, und versuchen Sie, eine Antwort auf die erste Frage zu finden in Bezug auf Ihr Problem. Also, was würde Ihr Gegenüber zu Ihrem Konflikt sagen und inwiefern könnte Ihr Gegenüber Ihnen recht, könnte er damit recht haben? Okay, dann legen wir diese Brille zur Seite und ziehen eine andere Brille an, die langfristige Brille. Wie beurteile ich diese Situation wohl in 6 Monaten? Was denken Sie in 6 Monaten über diese Situation, über dieses Problem? Und wenn wir damit fertig sind, ziehen wir die letzte Brille, die Weitsichtbrille auf. Egal wie dieses Problem gelöst wird, wie können Sie dadurch
wachsen, dass sie dieses Problem haben? Und was können sie daraus lernen? Und für die Zukunft für sich feststellen? Und jetzt die letzte Folie. Vielleicht, genau. Bei dem Bereich Körper habe ich mich für Sie für die sogenannte Leistungskurve entschieden. Sie entsteht, also die Leistungskurve ist natürlich zu einem Zeit und die Leistung. Und da habe ich ein paar Vorschläge für Fragestellungen, die Sie auch sich stellen können. Die erste Frage: Wann sind Sie besonders leistungsfähig an einem Tag? Wann gehen Ihnen die Dinge leicht von der Hand? Wann haben Sie am meisten Energie am Tag? Zu welchen Zeiten ist Ihre Leistungsfähigkeit geringer oder sehr gering? Und die letzte Frage: Wann lässt Ihre Aufmerksamkeit nach und Sie werden müde? Und auch hier, weil wir noch ein paar Minütchen haben, lade ich Sie dazu ein, Ihre eigene Leistungskurve zu erstellen. Also wann sind die Momente, um wie viel Uhr am Tag sind die Momente, wo Sie richtig leistungsfähig sind? Und wo ist Ihre Leistungsfähigkeit sehr gering? Und wann werden Sie natürlich sehr müde? Ja, ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich bedanken und freue mich jetzt, Ihre Fragen zu hören.